Es war für viele ein Schock, als C. im November die Trennung von D.O. bekannt gab. Exklusiv gewährt uns C. nun Einblicke in die zuletzt kaputte Beziehung. Nichts von dem, was mir wichtig ist, spielte für D.O. noch eine Rolle. Es war D.O. alles egal. Was führte zu dem Bruch? Mit C. gehen wir auf Spurensuche in Nordrhein-Westfalen. Erste Station, Kainberg. Erinnerungen an glückliche Tage. In der Kirche hier waren wir oft. Damals war D.O. das noch wichtig. Die Gemeinschaft, die Menschen. Die Kirche soll nun verschwinden, abgerissen werden, sowie das ganze Dorf. Bis 2025 soll Kainberg dem Tagebau Garzweiler weichen. Viele Bewohner wehren sich gegen die Zwangsumsiedlung. D.O. sagte, das sind doch ewig Gestrige, die hier bleiben wollen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Früher wollte D.O. die Schöpfung wahren. Und jetzt das? Ortswechsel. Datteln im Ruhrgebiet. 100 Kilometer nordöstlich von Kainberg soll hier 2020 ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Mit dem Segen von D.O. Eins noch, das hat er immer gesagt. Ein Kraftwerk noch, eins noch. Nee, Mann, es gibt einen Kohlekompromiss. Keins noch. D.O. war C-fremd geworden. Ein gesunder Planet war D.O. nicht mehr wichtig. Stattdessen startete D.O. halbherzige Rettungsversuche. Einmal kam er abends mit einem kleinen Päckchen nach Hause. Klimaschutzpaket stand drauf. War praktisch nichts drin. Das Päckchen war leer? Ja, quasi. Ein Witz. Die Beziehung war am Ende. Nach der Trennung will C. eine Wiedervereinigung nicht ausschließen, aber er knüpft Bedingungen an seine Rückkehr. Wenn ich D.O. wichtig bin, muss D.O. sich ändern. Dann gucke ich weiter.